So, Leute. Anno Londo wollen wir. Dark Souls 3 geht weiter. Das mit den Pausen. Weil Dopadutos in den Chat schreibt. Die Pausen sind wichtig, weil ich brauche das Intro. Und wir machen immer eine halbstündige Ding für YouTube. Dass man das da auch nochmal in halbstündigen Blöcken nachholen kann. Ich könnte natürlich auch abmoderieren, aber so ist es. Oder ich mache es ganz offline. Das ist mir dann relativ egal. Das mit dem Stream ist im Grunde nur nettes Beiwerk für die Leute, die sich das direkt angucken wollen und nicht mittlerweile wahrscheinlich mehrere Monate auf den nächsten Teil warten wollen. So, ich hoffe, der Ton ist besser oder wenigstens rauscht er nicht ganz so schlimm. Und wenn die Leute natürlich wegschalten im Pausescreen, ist es halt so. Da kann ich dann auch nichts machen. Wenn die sagen, okay, ich möchte diese 10 Sekunden nicht investieren, dann tut's mir leid. Mir ist das eigentlich relativ egal. So, was ist hier los? Versuchen wir das nochmal. Ein letztes Mal. Und vielleicht schaffen wir es ja diesmal richtig. So, ich kümmere mich um den hier. So. Backstep Double Action. Ach so, du lebst noch. Alles klar. Heilen wir uns mal kurz. Und dann kann es weitergehen. Immerhin, mein Männchen unterscheidet sich gut von der Umgebung. Wo zielt der eine als hin? Das will mir nicht so ganz in den Kopf. Aldrich, der Götterfresser. So, der hat seine Seelen schon geholt. So, ich komme gut an den heran, das ist schon mal sehr nice. Ah ja! Guckt euch das an! Instant Kill! Hey, wie mich diese Dreckszauber aufregen! Das geht mir mittlerweile so ab in diesem Spiel. Alles hat unendlich Stamina, hat unendliche Magie und Spammen des frohen Herzens die ganze Zeit auf einen drauf. Das macht doch keinen Spaß, so zu spielen. Ich meine, so könnte ich das auch machen. Wenn ich das hätte. Unendlich Stamina. Könnte ich auch einfach auf den drauflaufen und einfach 30 Sekunden auf den einkloppen und dann wäre der auch tot. Was im Übrigen bei schweren Gegnern, habe ich festgestellt, die beste Möglichkeit ist. Einfach so lange auf den Gegner einkloppen, bis er kaputt ist. Also, da wir eh nichts zu verlieren haben, versuchen wir ihn einfach mal alleine. Was soll schon schief gehen? Außer alles.
Ba 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 ba. Ja, bei Dark Souls kommt mein wahres Ich auch zum Vorschein. Na, hier möchte ich hin. Ach, komm schon. Dann, das müssen wir. Hier, zack. Wo willst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn, mich kaputt zu hauen. Ich hab's überlebt. Alter, was geht da denn ab? Oh nein, da hätte ich ihn noch schlagen können. Scheiße. Komm, mach irgendwie so einen Spam. Alter! Aber er ist gerade sehr gutmütig, muss ich sagen. Er ist gerade sehr gutmütig. Habe ich denn schon drei Flakons verbraucht? Oh, Scheiße. Er macht die Verfolgerpfeile. Die dummen Scheiß. Guck mal, wie lang die gehen. Und jetzt muss er noch den ausweichen. Na, hier ist er. Weg. Und schleim. Scheiße. Uiuiuiui. Na komm, trinke mal einer. Wir haben's doch. Trinke mal einer. Ah, die schon wieder. Die hören auch nicht auf! Na! Schlagen! So. Im 90-Grad-Winkel zur Magie laufen und halbwegs ordentlich wegspringen. Macht er das jetzt nochmal? Ich will auch 20.000 Dollar pro Stream haben. Ich würde mich auch mit 20 Euro zufrieden geben. Pro Stream. Das wäre ein gutes Geschäftsmodell für mich. Aber ich schrei leider nicht genug rum und habe irgend coole Catchphrases. Vielleicht muss ich mir auch sowas überlegen. Mittlerweile habe ich sogar festgestellt, man kann das ja lernen. YouTube machen. Na, wo bist du? Gut. Aber einen gebe ich dir noch mit. Nein, weg, 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 weg. Ich verstehe das immer nicht, warum der da immer so rumhängt. Das geht mir mal ein bisschen auf den Keks. Wir laufen einfach blöd im Kreis.
Ah, shit! Die habe ich ganz vergessen. Aber noch im richtigen Augenblick gemerkt. Läuft doch ganz gut, Leute! Läuft doch ganz gut! Anspannung. Jetzt macht er wieder seinen Kack-Pfeilerregen da. Würdet ihr sagen, das ist fair? Ja, komm. Hey. Womit habe ich das verdient, dass der solche unfairen Kackattacken macht? Wenn wenigstens diesen Pfeilregen machen würde und nicht noch andere Zauber. Ja, du bist ganz gefährlich mit deinem dummen Kackblitzspeer. Und das Traurige bei Dark Souls ist ja, man muss es einfach nur 100 Mal versuchen. Irgendwann schafft man es dann. Ich habe so das Gefühl, das ist so ein Automatismus, der sich entwickelt. Unabhängig, wie gut man ist oder nicht. So, was machst du jetzt? Nein, weg, weg. Und heilen. Geht mir auf den Sack, der Kerl. Aber nicht so sehr wie andere. Muss er das schon sagen? Der Endgegner davor. In der Kirche war echt noch mal ein Tick beschissener. Ha! Ficken! War so klar, du Schweinebacke! Ja? Weg! Weg! Ich komm nicht weg! Mann! Ich meine, ich halte es aus. Aber dennoch. Scheiße ist dennoch. Weg, weg. Ich kann nicht weg. Kacke, Mann. Heilen? Ah, jetzt macht er die wieder. Die hören halt nicht auf. Sie hören einfach nicht auf. Alter. Ja, jetzt macht er den. Ja, komm schon. Jetzt ist aber auch mal Schicht im Schacht. Auf damit! Und hör auf, immer wegzurennen und damit Zauber zu lassen. Jetzt macht er die schon wieder. Ja.
kotzt mich an. Das war ganz gut ausgewichen. Helen? Lass sie doch mal! Und kämpf wie ein Mann! Ich glaube auf jeden Fall, dass du ein Mann bist. Bist doch ein Mann. Bist du ein Mann? So, weg, heilen. Mittlerweile gehen mir auch ein bisschen die Flabons aus. Ach, leck mich! Na, muss das sein? Ich kann halt nichts dagegen machen. Oh Mann. Weil es aber auch nicht lassen kann. Komm, das ist es doch. Stamina. Stamina. Ist er tot? Ich glaube, er ist tot. Ah, what a relief. Das war aber auch ein Messerschneider, aber ich finde es gut, wie viele Seelen er gegeben hat. Alter. Aber ich bin einigermaßen stolz auf mich, ihn alleine geschafft zu haben. Endlich mal wieder. Und ich habe gar nicht 100 Versuche gebraucht, nur so 20. Das war aber auch ein Kampf. Aber schön, dass ich den auf ewig festgehalten habe, hoffe ich. Ja. Und dazu Belohnung. Steigen wir mal auf. Am besten zweimal, das wäre doch cool. Das ist sogar drin. Komm, Belastbarkeit. Wir haben zwei Level. Wir könnten in Intelligenz. Ah, es ist alles so schwierig. Ne, wir machen mal hier in Stärke, komm. Machen wir Stärke und einen in Intelligenz. Zack. Scheiß auf Vielfalt. Lebt wohl Ashana. So, wir geben auch mal die Seele ab. Ja, ich weiß, ich könnte aus der Seele jetzt gleich was werkeln, aber ich überlege mir das lieber am Ende. Zack, zack. Nicht, dass ich die dann irgendwie versehentlich benutze, das wäre blöd. So, wo geht's hin? Wir gehen da reisen. So. Allein finde ich den nicht einfacher. Also ich finde den zu zweit oder zu dritt deutlich einfacher. So wie fast jeder Gegner in dem Spiel. Darauf ein Schluck gutes Holstenpilsner Premium für 59 Cent. Zuzüglich Pfand. Aber sie haben Gardinen aufgehängt. Das ist doch schön. Und sogar der Aufzug, den gibt es auch noch. Und sie haben ihm sogar noch ein bisschen extra spendiert. Details. Jetzt gucken wir uns hier erstmal um. Was mir auch aufgefallen ist, wenn man so Remakes bzw. Sequels hat, die dann Konsolensprung erleben. Ich kann jetzt ehrlich gesagt kein Beispiel nennen, aber ich behaupte es fast. Hier ist der Thronsaal. Und da liegt gar nicht die große Ische. Schade.
Aber ihr Ring liegt da. Der muss ja gigantisch sein. Den kann ich wahrscheinlich als Gürtel anziehen. Und hier sind mittlerweile, sind es Türen? Ich sag einfach, das sind Türen. Dass, wenn man im Spiel einen grafischen Sprung macht und man zum gleichen Ort kommt, dann ist es meistens kaputter. Weil kaputt in besserer Optik besser rüberkommt. Früher war alles immer noch sehr steril und neu und hübsch. Heutzutage ist alles so, ja, kaputt. Upsa. Der ist ja viel größer, der Aufzug. Oder führt der mich vielleicht auch woanders hin? Nö. Der ist einfach nur größer. War der in Dark Souls 1 auch größer? Die Frage ist, was mache ich denn jetzt hier? Eigentlich habe ich hier ja nichts mehr zu tun, oder? Anor Londo ist durch. Ich könnte mich natürlich noch ein bisschen umgucken. Aber prinzipiell sind wir hier durch. Ich könnte aber mal gucken, hier in Nordwindtal, ob ich da Leute gesammelt kriege und Blade Dancer machen kann, oder wie der heißt. Das war aber echt knapp. Hey, Zaubereien, Mann. Ja, Leben, Leben schmeben. Der braucht schon Leben. Aber ist schon mal richtig. Alter, wer hat mich das getroffen? De 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 de. Alter! Du bist ja auch verrückter Mongo, Ada! Na? Oh, lässt nichts fallen. Tragisch. Dass ich hier niemanden sammeln kann, wundert mich ja doch ein bisschen. Hier. Ah, Glut. Brauche ich doch alles nicht. Doch hier. Hier. Zu mir. Meine. Zu mir. Hier noch einer. Zu mir. Meiner. Hier. Zu mir. Kann nicht beschworen werden. Du kannst nicht beschworen werden. Hier. Zu mir. Zu mir. Oh, zu mir. Nein. Hier zu mir. Hier zu mir. So, da kommt doch der erste. Fred. Fred Feuerstein. Na super. Da freut er sich. Hier, ich wollte doch. So, vielleicht kriegen wir den jetzt auch noch hin. Zwei Leute. Guts. Hat er auch einen Zweihänder? Ja, gut. You tried. Are you ready? Zack, tot. Insta-Kill.
Ah, ich hätte vielleicht noch hier Ding holen sollen. Hier, macht ihr schon. Alter, wie viel Leben hat denn der? 20.000, oder? Ich muss ja sagen, der macht einen sehr schnell kaputt. Aber ich habe dem auch schon viel abgezogen. Er hat mich, aber der macht mich jetzt, oh, macht mich fast kaputt. Der mich jetzt auch kaputt gemacht? Nein, ich lebe noch. Noch. Alter. Bist ein Affe. Du bist ein Affe. Ach komm schon. Das war ja wohl mal in meiner Rolle. Dummer Wichser. Dummer Wichser. Ja, mit dem ist nicht gut Kirschen pflücken. Alter, und ich kenne Leute, die haben den mit Level 30 gemacht. Wenn überhaupt. Blöde Wichser. Jetzt schauen wir doch mal. Wie sieht's denn aus mit meiner Equip Load? 40. Kann ich mittlerweile das Ding? Nein. Gut. So viel zum Thema dazu. Flintring. Was bist du? Regeneriert TP bei kritischen Treffern, versteckt Wunder. Feuerschadensminimierung ist doch nicht schlecht. Das ist doch gar nicht mal schlecht, der Ring. Probieren wir den doch mal aus. Das hört sich gut an. He tried. Hit me with your best shot. Ja, wie man vielleicht sieht, ich habe dieses Gebiet mal ein bisschen geübt. Weil ich hier an deren Rüstung kommen will. Ich bedenke am Anfang, was die für ein Problem war. Aber das ist halt Dark Souls, ne? Als reißt dir den Arsch auf, bis irgendwann du den Arsch aufreißt. So. Vielleicht kann ich ja jemandem helfen. So abartig. Ja, mittlerweile kannst du es echt blind machen. Ja, mir müdet. Ausgezeichnet. Guck mal auch mal hier. Was sagt denn Julian, ob der nachher auch mal wieder Lust hat? George. Hallo George. Okay. Wir sollen es also zu zweit machen. Tänzer des Nordwindtals.
So, da sehe ich, ist die Zeit abgelaufen. Aber das versuchen wir jetzt natürlich noch ein bisschen. Ich glaube, wenn man den auch gut lesen kann, soll heißen, man weiß, welche Attacken er drauf hat. Und ich habe sehr großen Respekt vor diesem Gegner wohlgemerkt. Hilfe! Ich bin hier in einer schlechten Situation. War's das? Alter, wie ich halt aber auch gerade nichts mehr raff. Lass mich mal hier neuen Mut fassen. Ja, aber den kriegen wir doch platt. So. Ja, kein Problem. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Hat sich ja gelohnt, dran zu bleiben, liebe Leute. Ja, wie gesagt, es geht immer kurz mal eine kurze Pause während der Ladezeit. Und wir sind sofort da.